Jo, wir sind hier wieder zurück bei Catherine. Tja, das letzte Mal oder im letzten Level habe ich auf jeden Fall richtig verkackt, ey. Das sollte uns nicht mehr passieren. Hoffe ich zumindest. Und wir betreten jetzt den Beichtstuhl, denn mit denen haben wir geredet, wenn ich mich nicht irre. Dann wollen wir mal. Mal sehen, was uns für eine Frage diesmal erwartet. Wie lange wollen wir dieses Spiel noch spielen? Hören Sie auf zu jammern und setzen Sie sich. Ja, ist ja gut, oder? Da ist ja das verlorene Lamm. Sie haben viel Talent an der Wand bewiesen. Ja, nicht wirklich. Und hier die Frage. Dies ist die fünfte Frage. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Ihre Ansprüche in Sachen Liebe zu hoch sind? Hui! Nein! Natürlich! Nein! Natürlich schon! Na komm, jeder stellt eigentlich zu hohe Ansprüche in Sachen Liebe. Diese Antwort wählen Sie also? Ich verstehe Sie langsam. Okay, dies ist das vierte Stockwerk. Sobald Sie daran vorbei sind, ist die Hälfte geschafft. Endlich, jede Nacht dasselbe. Du könntest ruhig etwas nachsichtiger sein, verdammt. Wirklich traurig. Sie waren drauf und dran, die Zukunft eines Menschen zu zerstören. Überlegen Sie, wessen Zukunft könnte das sein? Was willst du damit sagen? Wir gehen bald. Okay, wohin? Auf zum nächsten Level. Hoffentlich kriegen wir es diesmal wieder besser hin. Das letzte Level hat mir alles abgefordert. Andere Spieler haben geantwortet. Natürlich wieder hier die Online-Befragung. Nein. Oh. Diesmal bin ich auf der Seite der wenigeren. Ich habe mit Ja geantwortet. Naja. Weiter geht's. Ist das schon der Boss? Stage 4, Inquisition, Haus der Vollstreckung, oberste Etage. Tatsächlich, das ist das letzte Gebiet für heute Nacht. Du stehst vor einer steilen Wand, bleib ruhig und geh Schritt für Schritt vor. Ach nee, nicht schon wieder Wand. Ach komm, ey. Und Boss. What? Das Kind. Ja, toll. Das ist aber hoffentlich nicht mein Kind, das ich, das Catherine mal gebärt. Das will ich nicht haben. Das ist eklig. Das sieht nicht schön aus. So, den Block nehmen wir natürlich mit da. Ganz klar. Den schieben wir gleich wieder rüber. Nein, lass mich in Ruhe, Kind. Bin gespannt, was dieses Baby für eine Spezialfähigkeit hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich gerade so ein bisschen ratlos. Das hat nicht funktioniert. Das war scheiße. Das war mega scheiße. Was mache ich denn? Das ganze Zeug, sie muss ein bisschen runterkommen. Scheiße, das Baby wird uns kaputt machen. Es wird uns sowas von kaputt machen, weil ich hier nicht wegkomme. Ah, es hat uns zerquetscht. Von einem Baby zerquetscht zu werden, ist irgendwie auch ungeil. Wir haben nur noch 12 Versuche. Oder Versuche. Auf jeden Fall müssen wir geschickt sein und vorsichtig sein. Und das, was wir hier am Anfang abgeliefert haben, war schon mal nicht geschickt. Definitiv nicht. Ich kann ja den Block einfach so nehmen. So, jetzt müssen wir uns da oben ein bisschen besser was zurechtlegen. Ich glaube, das muss ich gleich am Anfang ein bisschen runterholen hier. Huch, Baby, hör auf. Was hast du gemacht? Kann ich da irgendwas noch runterholen? Komm, ein bisschen weiter runter, bitte. Ja. Doch, ist richtig. Hier können wir ein Kissen holen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ist nicht so leicht. Ist gar nicht so leicht. Bö. Kann ich hier... Nein, hier ist ein Loch. Kacke. Kacke. Kacke, das ist wieder richtig schwer. Ich glaube, das kriege ich wieder nicht hin. Auf jeden Fall haben wir ein fettes Problem hier. Hier am Anfang geht's noch, da ist mir klar, wie ich da hochkomme, aber danach wird's wieder richtig verzwickt und wenn so ein Boss hinter dir her ist, dann ist es umso schwerer, sich irgendwie hier zu konzentrieren. Natürlich, wenn man noch labern muss, dann ist es sowieso gleich ein bisschen schwerer.
mich da irgendwie hochbauen. Aber ich weiß einfach noch nicht. Ach, der boostet mich runter, der Arsch. Na toll, jetzt bin ich doch voll geliefert. Weil jetzt muss ich da runter. Ja, das ist voll fies. Er hat mich runter gepustet. Da konnte ich da nicht mehr hoch. Scheiße. Fiese Sache. Muss ich auf jeden Fall aufpassen. Gut, das wissen wir jetzt. Nein. So ein Idiot. Dass das nicht runterstoßen soll. Jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Müssen wir das irgendwie anders regeln, aber ich weiß noch nicht wie. Wo bist du? Klettere doch da rum. Ja, da bist du. Nein, du sollst da hoch. Ich weiß gerade. Ach so, wir haben ja noch einen Block. Machen wir es halt so. Aber das schaffen wir nie. Das Baby ist voll schnell. Das macht ja alles kaputt. Kommt runter, ihr Blöcke. Und weiter hinauf, weiter hinauf. Jetzt ist die Frage, wohin? Schieben wir einfach ein bisschen runter. Komm ein bisschen runter. Das ganze Zeug soll runterkommen. Scheiße. Lass mich, Baby, lass mich. Alter, das Kind haut aber zu. Wie komme ich denn da jetzt hin, bitteschön? Ich meine, wie soll ich da hochkommen? Ich weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll, ehrlich gesagt. Habe ich keinen Plan. Wisst ihr das vielleicht? Das leuchtet mir noch nicht so ein. Da könnte wieder dauern, bis wir hier durch sind. Ich könnte sogar wetten mit euch, dass wir es nicht hinkriegen. Ich bin einfach zu schlecht dafür, wenn es um Mauern klettern geht. Dann verliere ich da vollkommen den Überblick. Na toll, jetzt hat es mich wieder runtergeworfen. Jetzt muss ich da wieder runter, aber das schaffen wir nicht. Doch, knapp. Aber wie geht's jetzt weiter? Das wollte ich nicht. Kletter rauf. Kacke. Ach, vielleicht hier hoch. Vielleicht hier hoch. Ich bin... Sehr geil, sehr geil. Ich laufe direkt wieder drunter. Das ist super, aber das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir da drüben hoch. Gott, das war eine geile Aktion. Unbedingt wiederholen sowas. Super. Unnötiger Tod einfach, nur unnötig. So, und vielleicht können wir hier so runterstoßen. Und dann zurück. Nein, nicht du sollst mich runterstoßen. So, jetzt kommt da runter. Das sieht schon mal sehr gut aus. Sieht doch schon mal nach was aus, oder? Aber wir sind da ziemlich hilflos. Wir können da wenig machen. Ja, jetzt habe ich mich eingesperrt. Ey, das ist super schwer. Ey, ich hasse Wandklettern. Das kann ich überhaupt nicht. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich habe nur noch 10 Leben. Verdammt. Das ist super nervig. Genau, ich habe immer diesen Block dabei, ich Idiot. Und ich hätte selbst noch einen Block dabei gehabt. Bin so blöd. Den kann ich doch hier sicher irgendwo verwenden. So, jetzt benutzen wir den Block. Okay, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier irgendwie die Wand hochkommen. Weiß ich noch nicht wie. Finden wir aber heraus. Ach, vielleicht durch die alte Technik. Ich weiß aber nicht mehr, wie die ging. Scheiße. Ach, warte, so kommen wir hoch. So kommen wir hoch. Sehr schön. Da kommen wir bestimmt auch irgendwie hoch noch. Weiß nur noch nicht wie. Verdammt, wenn wir jetzt einen Block hätten, dann wäre es kein Problem, aber so. Ach, verdammt, wir waren doch so gut und jetzt sperre ich mich da unten ein. Ach, verdammt, wir waren schon ziemlich nah dran. Ein kleines Stückchen hat uns da oben gefehlt. Ich bin, glaube ich, ach, ich Idiot, ich hätte auf die andere Seite sollen, natürlich. Natürlich. Okay, ich weiß, wie wir da hochkommen. Das müssen wir einfach nochmal alles genau so hinkriegen. Das Item brauchen wir ja nicht. Wir haben ja einen Block dabei. So, hier machen wir einfach nochmal denselben Trick. So.
Jetzt, wie sind wir hier hoch? Mit dem? Dem? Boah, wenn der jetzt das runtergeworfen hätte, ne? Wären wir sowas von am Arsch gewesen. So? Und jetzt hier. Natürlich, jetzt einfach hier rausziehen. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Vielleicht können wir noch ein bisschen rüber. Dann müsste es klappen. Ach ja, komm, komm. Den Checkpoint haben wir schon mal erreicht. Geil. So darf es weitergehen. Und nicht unterkriegen lassen. Komm, 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 Vince. Ach du Kacke, Hilfe. Das sieht... Was ist das denn? Ein Abwehrspray oder was soll das darstellen? Soll ich da rüber? Soll ich das mitnehmen? Ich weiß es nicht. Scheiße, das war jetzt nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen soll. Ich weiß nicht mal, was das ist. Zwei Stufen mehr klettern. Aha. Nein, zerquetsch mich bitte noch nicht. Nein! Aber guckt euch mal die Augen des Babys an. Das ist so krass. Okay. Nochmal, komm. Das kriegen wir schon hin. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Zwei Stufen erklettern, das klingt eigentlich ganz gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da hat es mich erwischt, aber ist auch egal. Komm, runter, Block. So, gehen wir hier hoch. Ach Mist, jetzt. Ach doch, wir können es so machen. Sehr gut, komm, weiter so. Alter, das Kind, ey, das Kind, nein, nein, nicht da. Jetzt dachte ich schon, wir fallen runter. Aber wir leben noch. Nein! Hör auf mit der Scheiße. Können wir jetzt da hoch? Ja, jetzt können wir da hoch, das ist sehr geil, sehr geil. Lauf! Nein, jetzt musst du da wieder hoch. Zum Glück hat's gereicht. Hier können wir auch hoch. Sehr gut, das mit den zwei Stufen erklettern. Wow, das haben wir gerade noch so hingekriegt. Komm schon, ich höre schon die Glocken. Nein! Boah, knapp. Jetzt auf jeden Fall hier rüber. Es läuft gerade gut. Aber fragt sich, wie lange noch? So, ich will darüber, ich will darüber. Vielleicht ist das ganz gut hier. Was ich mache. Vielleicht aber auch nicht. Sieht aber ganz gut aus. Jetzt den rausschieben. Kommt der jetzt nicht runter, der Arsch da? Wieso nicht? Der kommt runter. Aber jetzt komme ich da nicht rüber. Alter, wie kacke. Doch, wart so. Nö, jetzt kommt er. Scheiße. Jetzt komme ich da nicht hoch. Nein! Nein! Nein, wir waren so kurz davor. Die Tür war... 1 Millimeter entfernt. Und der blöde Block da oben ist nicht runtergefallen, warum auch immer. Scheiße, ich dachte, der fällt runter, das wäre so geil gewesen. Aber das mit dem Spray brauchen wir unbedingt, unbedingt, ey. Der ist überlebensnotwendig hier. Auf jeden Fall. Kind, halt mal die Schnauze, ey, das ist ja schlimm mit dir. Aber sonst habe ich mich ganz gut geschlagen diesmal, oder? War gar nicht so übel. Hätte auf jeden Fall schlechter laufen können. Nein! Jetzt müssen wir darüber, glaube ich, oder? Nein, ich bin da hoch, glaube ich. Ja, ich bin da hoch, das geht. Das Kissen möchte ich mitnehmen. Hey Kind, du hast Aggressionen! Musst du einem Psychiater, mein Freund. So, jetzt auf jeden Fall wieder hier hinüber. Das war sehr gut. Ja, ich bin nicht dein Daddy. Verpiss dich. Jetzt gehen wir darüber. Glaube ich besser. Boah, ich habe noch nicht den Zwei-Stufen-Sprung benutzt. Bis jetzt. Aber jetzt wird's aggressiv, das Kind. Lässt nicht mehr locker. Ich glaube, hier benutze ich den Zwei-Stufen-Sprung. Jetzt. Komm schon. Rauf.
rüber. Wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Yes! Klar hätte man das jetzt auch noch anders machen können, aber sicher ist sicher. Komm, Spray einfach benutzt, fertig. Geil, geschafft. Alter! Ich bin nicht dein Daddy! Verschwinde! I did it! It's gone! Yeah, baby, I beat this night! So sieht's aus, wir haben wieder eine Nacht überstanden und damit die Hälfte abgeschlossen anscheinend. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein krasser Boss. Weil der war ziemlich schnell, muss man sagen. Das war so die größere Schwierigkeit dieses Bosses. Aber okay, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Niemand rechnet mit der. Mit der oder mit der irgendwas? Keine Ahnung. Egal. Die Nacht ist vorüber. Na endlich. Fourth day, Winston's room. Na toll. Are you okay? Did you drink too much last night? You called me over, and you don't even remember. Huh? No way. I mean, yesterday I. What's wrong? You're acting weird. Weird? Me? Can't I remember the time I spend with you? I mean, it's like the important parts are missing. Oh, I remember them though. Well, I wonder why. Silly. Huh? Hey, what's this long hair? Uh-oh. Catherine's. What should I do? Should I just tell her? No, I can't let her find out like this. Oh, that's mine. Probably off my chest. You know, manly. Huh? Your chest? Really? Yeah. You know, it's that. You know when sometimes a long white hair grows on your body? It's good luck? But this is like really long. Yeah, I was growing it out. It just fell out by itself. Good thing, too. It's bad luck if you pull it out yourself, you know? Oh, really? It's not from another girl, is it, Vincent? No. Why would you say that? You know, because if it is, I'm going to die right here. Hey. Knock it off with all the dying stuff, okay? Then I'll kill you. I die, or I kill you. Which would be better? Ach du Kacke! Come on, whoa. Fine, I'll give you 5 seconds. If you don't answer me, I'll kill you. 1, 2, 3, 4. Hey, come on. Quit fooling around. Bye. There's no other girl. Right, you're imagining things. Is that the truth? Of course it is. Okay, I trust you. Thanks. God, she's scary like this. Is she gonna pull a knife on me one day or something? Oh, no, there is no one day. I've got to do something about this relationship. I'm not going to ask you about the past. It doesn't matter. But from now on, if you ever cheat on me, I'll be angry. Okay. Ah!
don't have to get that, do you? Whoa, wait, hold on. Door? Sure, but hold on a second. Who's that? It is my landlady. She was trying to open the door. The landlady? Yeah, I forgot to pay my rent last month. You know how it is with money. You gotta be kidding. I'm gonna use the bathroom. What the hell, Vincent? What is this? Will you keep it down? Huh? One of my bosses is here. Huh? Really? Not the best time for you to be. Maybe I should at least say hello. He gets real grumpy if you wake him up. He's sleeping in the back. Well, if you really think it would... Huh? He's awake? Hurry up! Outside! Hey! Go! Sorry. I'm really sorry. I just wanted to protect you from the smell. Huh? He really smells, you know, and he was drinking last night. Oh, really? Yeah, I'm glad I got you out in time. Whew. Hey, we're not that close, but he kind of forced his way in while he was drunk. Oh. Well, he is your boss, huh? Yeah, he is. You just seemed really stressed, so I came to see how you were doing. Well, thank you. Come by after work and I'll complain some more. Oh, I got you something from the new shop that opened up. Oh, yeah? Here. I'll see you later. Owen, I am pregnant. I just wanted you to know. Seriously? Was that why you really came here? I need to make up my mind quick. You don't know how that makes me feel. Seriously. See ya. Man könnte sagen, die Probleme werden nicht gerade kleiner. Oh shit. Puh. We still need to meet my parents and tell them. Oh, fourth day, lavatory at work. That might be rushing things. I'll text you the details later. I gotta go. Meeting the parents. I'm just gonna sit here and let this happen. You got a mail. Whoa. Ooh. God, look at her. Oh, man, we look at those. What am I doing? I can't look away. No, I've made up my mind. I can't let her tempt me. Shit, if she finds out, rude. I gotta do something quick. No time to think about the future. Still. Is this girl? Look out. It's the bathroom. You're late. Did you see the movie where the guy was, you know... Shut up! Asshole! And just give me some toilet paper, please! Well, quit mumbling. I can't concentrate in here. Still, this girl... What? Girl? Hey! What are you looking at in there? I wanna see? Oh, shit. God, what am I thinking? This can't go on any longer. I have to tell her to stop. Dude, do not delete that picture.
So, you still doing the two-time and tango? Yeah, don't say it like that. It wasn't on purpose. Well, if she is pregnant, you gotta bite the bullet. Yeah, you're only saying that because it's not you. Hey, man, variety is the spice of life. You need to enjoy it more. Just like the wasabi-coated sushi they serve here. You know what I'm saying, bro? You suck at metaphors. What I'm saying is, you've got options ahead of you. Oh, yeah? Maybe Catherine would be happier as a single mom than she would be with you. What are you, drunk? No, she wouldn't want that. Well, what exactly do you want here? My mind and my heart don't exactly agree on that. Uh-huh. Well, then you've got to be even more careful. If you're caught, you can't call it an accident anymore. I know. I know. Accidents, huh? More and more of them lately. The old guy next door to me kicked the bucket. I heard. Shocking, huh? Thought he always did like to party. Probably party too hard. He had this horrible look on his face. Really? It's like that stuff on the nose. Anyway, have some Magro. It's supposed to be good for your circulation. Huh? You're as pale as a ghost, man. Oh. You going to the bar tonight? Maybe. You? Nah, I have to pass today. Got overtime. But I guess all you can do is drink and forget, huh? Pretty much. Fourth Day, Stray Sheep. Wir sind wieder in der Bar, genehmigen uns gleich ein Schlückchen. Tja, und so langsam müssen wir uns echt entscheiden. Oh, und ich bin schwanger. Sie ist schwanger und ich betrüge sie schon zum dritten Mal. Was tue ich da nur? So, geh dir mal die Fakten durch. Catherine mit C ist schön. Sie hat aber irgendwie wenig Grips und stellt sich ein bisschen dumm, muss man sagen. Also sie ist nicht so der Überflieger, sie sieht einfach gut aus. Und sie macht mir irgendwie Angst. Keine Ahnung, ob sie diese Sprüche ernst gemeint hat. Dann haben wir Catherine McCarr. Sieht weniger gut aus, hat was im Köpfchen. Könnte uns aber ordentlich unter die Fuchtel nehmen. So sieht sie jedenfalls aus, als ob sie das tun würde. Trotzdem kennt Vince sie schon lange. Und wir haben noch eine Nachricht, die gucken wir uns auch gleich an. Wahrscheinlich ist es eh nur unnützes Zeugs. Magst du Kuchen, Spiel und Spaß? Das wissen wir, das haben wir auch gelesen. Weil das haben wir jedenfalls nicht gelesen. Hi Vincent, ich schicke dir ein ganz besonderes Foto. Versuch nicht überrascht auszusehen, wenn du es auf Arbeit oder wo sonst wo öffnest. Wenn ich schon auf deine Reaktion beim Anschauen denke, muss ich lachen. Also ja, das war dieses Bild. Gut. Ja. Egal. Da hinten ist ein Polizist, mit dem können wir dann in der nächsten Folge reden. Magst du Kuchen? Hallo, ich habe einen Artikel über die beste Bäckerei in der Stadt gelesen. Es ist irgendwie peinlich, für einen Mann allein essen zu gehen, also dachte ich, vielleicht kommst du mit. Wir können zu dem Ort mit dem tollen Ausblick gehen, von dem ich dir gestern erzählt habe. Wenn du gehen möchtest, sag mir doch bitte, an welchen Tagen du Zeit hast. Tobias. Jo, okay, kann ich nicht antworten. Verdammt, ignoriere das. Hey, sorry, Kumpel. Ach so, das ist der Kleine, oder? Hey, sorry, Kumpel, die Nachricht war für Erika. Tu so, als hättest du sie nie gelesen, okay? Hey, ich kann heute nicht in die Bar, muss noch was kaufen. Hey, ich glaube, Johnny ist da, also sprich mit ihm und sag Erika nicht, dass ich was kaufe. Mit T-Dog. Natürlich. Hey, mach es dir nicht zu schwer, Kumpel. Dir ist gar nicht so schlecht. Es ist doch schön, jemanden zu haben, mit dem man den Rest seines Lebens verbringt. Ja, eigentlich schon. Gut, also ich tendiere jetzt mehr zu Catherine McCarr. Ich erwarte noch die Antworten ab, vielleicht kommen noch ein paar. Ansonsten schreibt hier drunter, ja, ihr seid einverstanden. Wir richten uns an Catherine. Oder nein, wir wollen lieber mit Catherine, also mit C, was anfangen. Das ist, wird wahrscheinlich so die letzte Gelegenheit, hier noch was zu richten. Wir speichern noch kurz. Und ja, ups, ansonsten gehe ich wirklich auf Catherine. Obwohl, die hat uns wahrscheinlich auch in den Albtraum geschickt oder den uns aufgehalst. Das weiß ich auch nicht. Das ist ja eigentlich auch nicht so nett.
Aber kann eine Beziehung mit Catherine mit C halten? Sie sieht irgendwie nicht danach aus, als wäre sie nachher eine Top-Freundin. Sondern sieht halt schon mehr aus wie eine Frau für einen One-Night-Stand. Ist jetzt fies, aber ist halt so. Gut, wir hören uns die nächste in der nächsten Folge wieder. Warum hintergehe ich sie immer wieder? Tja, das ist eine gute Frage, lieber Vince. Die klären wir irgendwann schon noch. Bis dahin, ciao!